Zurück bei Grow Life, Thema Theodizee, ja, die Gottessuche, das Gegenteil von Odyssee, die Irrfahrt. Ja, hier im Office haben wir eine kleine Küche und ich wollte jetzt zum Frühstück wollte ich vorbereiten einen Salat mit Avocado und Tomaten und ja, verschiedenen anderen Zutaten, was halt so in der Gemeinschaftsfridge zu finden ist. Und wunderbare Avocados. Ja, das ist, lässt sich wunderbarer Salat machen. Und ich habe es abgesehen auf eine Schüssel, auf eine durchsichtige, weiße, durchsichtige Glasschüssel. Denn da wollte ich alles anmachen, dann auch den Essig und also die Marinade mit den Gewürzen. Und ich suche diese Schüssel und finde sie nicht. Ja. Überall suche ich nach der Schüssel. Ja. Hier herinnen, keine Schüssel. Dann schaue ich da unten. Ja. Überall schaue ich keine Schüssel. Ja. Ich schaue natürlich hier überall, ja, und da oben und da unten, ja, alles habe ich da unten durchwühlt, ja, aber keine Schüssel. Dreimal bin ich alles durchgegangen, ich habe sie nicht gefunden, ja, nicht gefunden. Eine weiße, transparente, ja, normale Salatschüssel, ja, nicht zu finden, ja. So, ja, ich rufe Silvia ab und Silvia kommt. Macht hier die Türe auf und nimmt die Schüssel heraus. Vor meinen Augen. Ja, dass ich sie nicht gesehen habe. Warum habe ich sie nicht gesehen? Hier ist diese gesuchte Schüssel. Das ist die Schüssel. Ja. Und sie ist nicht weiß. Ja. Sie ist zwar transparent, aber sie ist nicht weiß. Sie ist eher schwarz. Vor allem, wenn es da herinnen dunkel ist, ist sie eigentlich schwarz, die Schüssel. Ich habe nach einer hellen weißen Schüssel gesucht, ja. Man könnte sagen nach einer hellen weißen Gottheit gesucht, ja. Und in Wirklichkeit sieht sie so aus, ja, so. Hm. Ja, Theodizee. Also, wenn man einem falschen Bild hinterherläuft, wenn man etwas sucht, ohne zu wissen, wie es beschaffen ist, ja, oder wo es zu finden ist, ja, wird die Suche zur Odyssee. Daher braucht man einen Guide. Ja. Wer auf der Theodizee erfolgreich sein will, liest die Bücher des Lebens. Liest fleißig die Bücher des Lebens. Ja, auch auf der Theodizee braucht es Zutaten. Ja, warum charakterliche Zutaten? Odysseus hätte seine Heldenreisen sicherlich nicht wagen können oder irgendwo hinführen können, wenn er nicht ein Held gewesen wäre. Ne? Also, und andere, ja, Mut und vor allem Unabhängigkeit. Unabhängigkeit von dem, was andere sagen. Er hat sich ja ein Gewässer vorgewagt, in denen noch niemand zuvor herumgeschippert ist. Das heißt, die Voraussetzung ist charakterliche und mentale Qualitäten und das Hauptmittel sind die Bücher des Lebens. Fleißig lesen, sehr fleißig lesen. Es gibt nahezu keine andere Option. Es gibt keine andere Option. Als den Morgensalat, ja, weil das Brot macht dich. Und es ist heiß draußen, wir brauchen was Leichtes. Salat ist genau das Richtige.